So, meine Lieben, wir spielen jetzt Prince Maker Braveness. Das längste Zwischenprojekt, das ich mir eigentlich aussuchen kann, wenn ich es so aufnehmen will, in allen Einzelheiten, wie ich es mir denke. Wir haben keine Safe-Sets, die habe ich vorhin weggeschoben. System, Game Text Speed Fast, Windowed, ganz laut, Album haben wir auch noch nichts, Traveling, Wedding und Occupation, alles wieder schön leer. Das ist ein Alpha-Game-Spiel. Es gibt auch noch viele davor von der Prince-Maker-Reihe, aber die habe ich alle nicht gespielt, weil sie wohl auf Chinesisch sind. Das hier wurde übersetzt und ist der Princess Maker Reihe nachempfunden, die ich auch irgendwann mal spielen werde. Das Opening ist nichts anderes als der Trailer, den ich schon online gestellt habe. Deswegen straight to game. So, what haben wir hier? Good day, I'm your guide to a new Eden world. Before going into this world, can you answer a few questions? Wir sind also jetzt kurz davor, nach New Eden zu kommen. Er ist unser Guide und wir sollen ein paar Fragen beantworten. So, first may I ask if you have... Fängt schon toll an. If you have played the Endless version of Prince Maker, it's the first generation of the series. Also davor gab es Prince Maker Endless. Die habe ich aber nicht gespielt. That's a pity, but if you're interested, you can go to the Alpha Game Official Forum to download. Ja, das kann ich aber wahrscheinlich nicht lesen, weil es dazu keine englische Übersetzung gibt. So, Braveness is a story that takes place after Endless. Braveness ist die Fortsetzung von Endless. The main character of Endless is called Rex Lunter. He's a demon boy born from a demon warrior family. Also der vorige Prinz, den man aufziehen musste, ist Rex. Und das ist ein Dämon, der aus einer Kriegerfamilie kommt. Und in Prince Maker Endless 8 years passed. Also sind 8 Jahre vorbei. Rex was successfully crowned as the Emperor of Three Realms. Rex ist der Kaiser, der König der 3 Gebiete geworden. Und the story of Prince Maker Braveness starts 50 years after that. Ja, Braveness spielt 50 Jahre danach. I hope you have a pleasant journey. Wir werden sehen. Is it settled yet? The person who came to enlist as guardian is a demon mercenary. I've already instructed them to send the child over. You have worked hard. I never thought that the person who came to enlist was actually a demon. Such an interesting result. What are you thinking? You actually wanted Mongrel to become a candidate? Even though he's the late prince's child, the election of the Emperor of Three Realms is a matter of life and death to us humans. A mongrel, and yet he's even mixed with the noblest blood of the demons. Letting this kind of person compete for the Emperor of Three Realms isn't the most suitable option, Mr. Human Prime Minister. So, das ist also der Prime Minister. Since you as the human head priest have already decided, I have no need to oppose anymore. When I was at the capital of Three Realms, trying to fetch the kid back, I encountered the deity spy. The deities, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, have already found out about our objective. It looks like we have to be extra careful later when the election starts. I understand, but the election this time is really worth looking forward to, isn't it, Prime Minister?
It really is intriguing. The demon warrior, let us see your real strength. Good morning, master. I've already prepared your breakfast. You're asking who I am? But master, don't you remember me? I'm the green elf that you rescued at the spirit pond, Twilight. To repay your kindness, I've come to work for you. From now on, I will be your trusty housekeeper. You can rest easy, leaving all the housework and related matters to me. The young master has just arrived. You should choose a pleasant name for your master. Master's family name is... So, kurze Erklärung. Ja, es werden drei Kandidaten zur Auswahl gestellt, die später König werden sollen. Einer von den, ich glaube, Original Angel Folk, dann gab es das Demon Folk und die Humans. Und wir sind ein Dämon und sollen jetzt den Menschenkandidaten aufziehen. Ja, das ist eine, Gott, was warst du, eine Elfe, die wir einst mal gerettet haben, denn wir waren Söldner. Und die wird jetzt unser Hausmädchen. Und ich bleibe meinem Namen treu. Ich nehme immer Black. So, the master's sure, name is Black. Then the name you choose for your master is... Den nenne ich jetzt Atail. Das ist jedem selbst überlassen. Atail, what a pleasant name. Master, I'm sorry I have to ask this, but I can't guess your gender from your looks. Ich glaube, eigentlich müsste ich Female nehmen, aber ich nehme irgendwie immer gerne Male. Das passt zu einem Söldner irgendwie besser. Ah, so Master, you're a boy. Master looks so handsome. You must be really popular. We don't know when your master's birthday is. We also don't know much about your master's past. Why don't we choose a birthday for him? Ja, der junge Herr, der angekommen ist, hat irgendwie nicht viel über seine Vergangenheit gewusst und deswegen sollen wir jetzt einen Geburtstag für ihn aussuchen. Was nehmen wir da? Den 22. Moment, ich überlege gerade. 6. Ja, so in der Mitte. Dein Young Master's Birthday ist 22 June. Und sein Sternzeichen ist Krebs. What is Young Master's Blood Type? So, wir dürfen uns jetzt einen Bluttypen aussuchen. Die haben alle Bedeutungen. Die verbessern nachher die Stats. Ich nehme gerne AB. Ich weiß auch nicht mehr, was für Stats es angehoben hat. Is it AB? I've got it. Master, when is your birthday? Was nehmen wir? Wir nehmen jetzt randomly 1911. Nein, ist nicht meine. Wobei, wir könnten auch meinen Geburtstag nehmen. Hoppla, Mikro. Genau. So. Master's birthday is 7th November. Your constellation is Scorpio. Wir sind also Skorpion. Das stimmt. Und mein Bluttyp, den kenne ich nicht. Da tippe ich jetzt mal auf B. Your blood type is B. I've got it. Then all the details are as below. So, jetzt kriegen wir nochmal alles hier gesagt. Unseren Familiennamen, wie unser Kindchen heißt, wann er Geburtstag hat, Bluttyp, Player's Birthday, Player's Blood Type, Player's Gender. Und sagen mal okay. Then please give me your guidance from now on. Twilight will work hard to help Master. Master, do you need me to explain some things about the flow of the game? Ich sag jetzt mal yes, obwohl ich es schon zigtausendmal gespielt habe. So, unser Ziel ist es, den jungen Herren zum Kaiser, König der drei Gebiete zu machen. Es ist sehr schwer, dieses Ziel zu erreichen. You can also help Young Master to progress in other ways. Wir können ihn also auch in anderen Wegen helfen. You are to help Young Master's determine in his direction. Wir sollen ihm also den Weg weisen. Wir können auch zulassen, dass er was anderes wird. Gibt ja genug Jobenden hier. At the end of every month you can
plan Young Master's Schedule for the next month. Wir können ihm also eine Agenda erstellen, immer für einen Monat. Includes things like Young Master going to class, working, having leisure. Ja, entweder geht er in die Schule, beziehungsweise zu Stunden, arbeiten oder Freizeit. You can also go to shops in city and buy all kinds of tools and equipment for Young Master or stay at home with Young Master to chat. Wir können mit ihm in die Stadt gehen, Sachen für ihn kaufen, was wir gleich machen werden. Und können natürlich dann auch mit ihm reden. Of course, you can also take Young Master out to have adventures since the three races move to New Eden. There are many more places to explore. Ja, die drei Rassen sind auf New Eden übergesiedelt und deswegen können wir den kleinen Kerl dann auch auf Abenteuerreise schicken. Ist am Anfang aber eher noch nicht zu empfehlen. If Young Master socialize with socialize with others, it will help his future. So, er muss also auch Kontakte knüpfen. You can go to the Cerulean. Was ist denn heute los? Best to visit or go to the official places to pay our respects. Ja. Wir können überall hingehen. Muhaha. Wir müssen increase Young Master's reputation, can also increase our family reputation. Wir müssen also den Ruf des jungen Herrn verbessern, was auch unseren Ruf, Familienruf verbessert. Der Ruf der Familie ist sehr wichtig. If we have a good reputation, there's a better chance that Master's salary will be increased. Ja, das heißt, sein Lohn, also mein Geld wird dadurch erhöht, dass ich dann ab und zu kriege. Even though we are Young Master's Guardian, the salary from the palace is not all that much money. If our family reputation is higher, the salary will be higher too. Ja, wenn wir also einen guten Ruf haben, kriegen wir mehr Geld. If Young Master is hurt, he will have to rest at home or go to hospital. Ja, wenn er krank ist oder sich verletzt, muss er daheim bleiben, sich ausruhen oder ins Krankenhaus. Ah, I almost forgot. You also have to take note of Young Master's psychological state, physical state and emotional. Ja, wir müssen die Stats im Auge behalten, denn das wird Einfluss auf den jungen Herren nehmen, wie er heranwächst. Und auch auf die Fähigkeiten, seine Agenda wahrzunehmen. Auf Young Master's Health must be paid attention to. Wir müssen auch auf die Gesundheit Acht nehmen. Wenn die zu wenig ist, wird der Kleine krank. Master can always go into the system control to record Young Master Development Progress. Da sagt man, dass wir speichern können. Speichern, laden. This is handy move that Master should learn. Right-clicking the mouse will cancel actions or go back to the previous area. All the other things in the world Master will have to explore alone. Twilight can only explain things up to this point. First, Master can take a look at Young Master's current situation. The ability to plan January's schedule is already available. Twilight is sincerely looking forward to Master's success. So, das ist unser Bildschirm, den wir sehr lange sehen werden. Wir haben fast kein Geld, das werden wir gleich ändern. Denn sonst ist alles ziemlich unmöglich. Denn um Emperor zu werden, was brauchen wir denn da? Wir müssen die Storyline beenden. Das sind 14 Punkte, die man abhandeln muss über die Jahre. Unser Kampflevel muss mindestens 4 sein. Family Affection muss mindestens 80 bis 90 sein. Unser Ruf muss mindestens bei allen Rassen auf Prinz stehen und unsere ganzen Stats auf 800 plus. Da können wir zum Beispiel auf Condition sehen. Health, MP, Stress 0, Virtu, what? Ich weiß, Sin ist Sünde und Virtu ist das, das dagegen steuert. Das ist sowas wie, Gott, ist das sowas wie Moral? Früher hieß das, glaube ich, Moral. Nein, da sind es extra Points. Muss ich nochmal nachschauen später. So, wir sind in a good mood. Mental, state, normal, physical, healthy. Wir sind extra gentle. Charisma, endurance. Und das muss alles auf verdammt nochmal 800 plus. Wir haben, hier steht dann später unser Rang.
Nameless, 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 keiner kennt uns, kommen wir Level 1. Und Items haben wir ja bisher noch nichts. Das ist, was wir anhaben. Verbessert dann auch die Stats, Tools, Weapon, nix. Werde ich gleich auffüllen. Denn ich weiß, wie ich da jede Menge Geld reinkriege. Das werde ich wahrscheinlich immer machen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Chat, Wizard, Meal Plan. Damit er nicht zu fett oder zu dünn wird. Hier können wir planen, was er machen muss. Aber zuerst gehen wir mal hinaus. Hier können wir einkaufen gehen. Clothing, Markt. Das zeige ich dann jetzt gleich. Zum Beispiel hier trifft man mehrere NPCs, die uns Tipps geben wie During battle agility is very critical. Sometimes a person with high agility can attack two times in a row. Someone with low agility can only attack once. Das sieht man später. Secondhand kann man Sachen verkaufen. The store buys secondhand items at half price, but be careful. If it's sold once you select on it, no one will ever anything. Ich kann so gut lesen. So. Was tun wir jetzt als erstes? Unser Geld auffüllen. Das machen wir, indem wir einfach einen Button drücken. Und ja, wie gesagt, während das hier gerade so ein bisschen hochläuft, unser Ziel ist es jetzt von Jahr 0, wie man hier oben sieht, auf die 8 hinten zu kommen, damit er dann 18 wird. Und dabei müssen wir eben achten, dass er irgendwie nicht kriminell wird, dass er jetzt einen guten Ruf erhält und das Geld fließt. Und wir müssen gewisse Dinge tun, zum Beispiel auch die anderen Kandidaten treffen. So, das ist jetzt gerade schön da, das Geld. Und dann können wir auch gleich nochmal hier hingehen. Zum Beispiel in die Klinik. We will treat you if you're sick. If you are sick, leave it if you're not. Wenn der krank ist, können wir hier... Mein Gott, ist der Kerl creepy. Ich bin da so selten. Dann haben wir hier die Kirche. Da können wir zum Beispiel Donation. Your child's official reputation is 0, 0, 0. Muss alles, glaube ich, auf 350 hoch. Ja, da kann man jede Menge donaten. Da oben sieht man es. So, das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Kann man zurück. Dann sieht man hier wahrscheinlich jetzt schon bei Condition. Hier, Virtu ist jetzt bei 160. Ist wichtig nachher, wenn man dann kämpfen geht. Dann kann man zum Beispiel hier Kleidung kaufen. Wichtig. Fine clothes make man. You will learn about the latest fashion from me. Ist ganz wichtig, dass man hier das Zeug kauft. Winter und Sommer. Wir können auch noch fragen. Ja. Wir müssen immer gucken, dass wir Sommer- und Winterkleidung haben, sonst kriegen wir einen Sonnenstich oder Frostbeulen. Und dann haben wir das erstmal gekauft. Dann könnten wir zum Beispiel auch vielleicht Waffen kaufen gehen. Wooden Knife, Cooper Sword, Attack plus 20. Kaufen wir einfach mal hier. Kann man auch wieder hier Top-Level Weapons enhance Humans and Demons. Die, das Angel bzw. Deity Folk hat wohl nicht so viel. Wir können nachher schmieden. Checkout. Weapons House, da waren wir gerade. Ich wollte eigentlich auch was anderes drücken. Und zwar auf. Genau. Hier können wir Magic-Zeug kaufen. Ich gehe aber eher selten auf Magie. Können wir nochmal mitnehmen. Die Rope. Und einen Stab und eine Robe. Dann kann man zum Beispiel mal hier schauen. Dieses Kind sagt uns die Zivil Reputation voraus. Das wird noch lustig, wenn man später als nachgucken muss vor Ende, wie die steht. Zum Beispiel ist immer noch alles 0. Denn hier muss auch alles auf 350 hoch. Da kaufe ich immer ganz viel. Hey, isn't this Master Black and a Young Master? What would you like? Die kaufe ich immer ganz am Anfang ganz viel. Damit wird dann erstmal
die Stats erhöht. Da muss man aufpassen, weil das auch das Gewicht erhöht. Ich werde jetzt davon ein paar kaufen und mache deswegen mal einen Cut und man sieht sich gleich wieder.